Hallo, willkommen auf meinem YouTube-Kanal rund um den neuen Ford Focus MK4. Im heutigen Video geht es um den Austausch des FM-Verstärkers gegen einen DAB-Verstärker. Falls euch solche und andere Themen interessieren, abonniert meinen Kanal, ist komplett kostenlos für euch. Wie ihr wisst, habe ich mein DAB nachgerüstet. Dieses Video verlinke ich euch hier oben in dieser Infokarte, könnt ihr euch gerne anschauen. Und das Ganze funktioniert auch sehr, sehr, sehr gut und auch ohne einen speziellen DAB-Verstärker. Dennoch gibt es bei mir einen Bereich, hier bei mir, sag ich mal in der Gegend, in Lebach, gibt es eine Straße, wo mal der DAB-Empfang für eine Sekunde zweifach weg ist, weil das Signal zu schwach ist. Und genau da setzt nämlich der DAB-Verstärker ein. Der DAB-Verstärker versteckt natürlich auch das DAB-Signal, also das Band des DABs und hilft genau in solchen Situationen, dort das Signal immer noch zur Verfügung zu stellen, auch wenn es sehr, sehr schwach ist. Und damals hatte ich diesen DAB-Verstärker noch nicht, er ist einfach nicht rechtzeitig gekommen. Mittlerweile habe ich ihn erhalten und wir bauen ihn jetzt mal ganz schnell gemeinsam ein. Zuallererst schauen wir uns jetzt jedoch im Service-Menü an, wie der Signalpegel des Radiosignals aktuell ist. Also wir wechseln ins Service-Menü, gehen dann auf den entsprechenden Punkt und sehen hier einen Signalpegel mit dem FM-Verstärker. Okay, das Ganze merken wir uns und wechseln jetzt einfach den DAB-Verstärker. Hierzu öffnen wir die Heckklappe, demontieren dann die Verkleidung. Diese ist nur mit Klipsen befestigt. Einfach kräftig ziehen mit einem Ruck. Und dann habt ihr das Ganze auch schon in der Hand, wie ihr seht, mit verschiedenen Klipsen befestigt. Ansonsten ist da nicht viel zu beachten. Wir sehen dann zwei Verstärker, einmal auf der linken Seite, einmal auf der rechten Seite. Der auf der linken Seite ist der Hauptverstärker und auf der rechten Seite der Verstärker ist für die Antenna Diversity zuständig. Uns interessiert der auf der linken Seite und den wechseln wir jetzt einfach aus. Dazu entfernen wir zuerst mal die Stecker. Einmal oben den Stecker, der direkt zur Antenne in der Heckscheibe führt und einmal auf der rechten Seite den Fakra-Stecker einfach abziehen und schon ist der Verstärker im Prinzip alleine. Danach müssen wir nur noch die eine Schraube lösen. Sobald diese gelöst ist, können wir den Verstärker einfach abziehen und haben ihn dann auch schon in der Hand. Wie ihr seht, hier beide Verstärker mal als Vergleich. Und jetzt montieren wir einfach in umgekehrter Reihenfolge den DAB-Verstärker, einfach einklipsen, dann hält er auch schon eigentlich bombenfest. Zusätzlich fixieren wir ihn noch mit der Schraube und schließen dann die zwei Stecker nochmal an. Und das war es eigentlich auch schon. Das war der ganze Tausch. Und wir schauen uns jetzt mal an, wie sich der Signalpegel geändert hat. Dazu gehen wir nochmal ins Service-Menü vom Sync, gehen dort auf den entsprechenden Punkt und sehen auch hier unseren Wert. Dieser Wert schwankt minimal. Ich habe mal über längeren Zeitraum beobachtet, vor dem Tausch und nach dem Tausch. Also mit dem DAB-Verstärker ist dieser Wert circa 4 bis 5 höher. Leider steht keine Einheit dabei, also ich weiß jetzt nicht, was dieser Wert genau repräsentiert. Auf jeden Fall ist der Wert 4 bis 5 höher. Merke ich jetzt im täglichen Gebrauch eigentlich nicht. Außer an einer Stelle, ich habe gemerkt, wenn ich durch hier eine Ortschaft fahre, die nennt sich Lebach, dort gibt es eine Straße und wenn ich da durchfahre, geht der DAB-Empfang für 1-2 Sekunden weg, weil der Signalpegel einfach zu gering ist. Weil natürlich der Verstärker das DAB-Signal oder dieses DAB-Band nicht verstärkt, der alte. Und nach dem Tausch bin ich nochmal diese Strecke gefahren und siehe da, das DAB-Radio, das DAB-Signal ist immer noch da, richtig gut, keine Abbrüche mehr. Sprich, der DAB-Verstärker macht genau das, was er machen soll. Er verstärkt das DAB-Band, das DAB-Signal und ja, hilft somit, dass es keine Verbindungsabbrüche gibt. Okay, das war's zu diesem Video, zu diesem Wechsel des Verstärkers. Wie immer, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!